Ja, guten Morgen, liebe Radlfreunde. Morgen. Ja, es ist 9 Uhr morgens, 1. Juni 2022, Kindertag. Und Oma und Opa fahren ihre zweite Tour auf der Neuseenlandroute. Und das, guckt euch das mal an, ein herrliches Wetter. Das sind gefühlt 8 Grad. Boah. Wir fahren jetzt da hinten nach Regis, wo der Kirchturm zu sehen ist, wenn er zu sehen ist. Wir müssen Gott sei Dank in diese Richtung, da ist es etwas heller, weil in der Richtung geht die Post ab. Ja, also das wären ungefähr jetzt so 48 Kilometer, die Neuseenlandroute bis Markkleeberg fahren wird. Und dort überlegen wir dann, ob wir die Route komplett fahren. Also noch einmal um die 40 Kilometer. Die Strecke hatten wir ja schon. Oder ob wir die Pleiße runterfahren, was im Prinzip 10 Kilometer weniger sind. Schauen wir mal. Also bis gleich. Wir fahren jetzt erstmal zum Routeneinstieg und dann melden wir uns noch einmal. Die Pleiße. Und wir fahren aber auf der Neuseelandroute in Richtung Pegau. Kopfsteinpflaster. Na, okay. Wir sind da jetzt in Breitingen. Ja, jetzt fängt es an zu regnen hier. Schöne Scheiße. Da haben wir uns den besten Tag ausgesucht. Na, das ist ja jetzt so schön hier, wenn das so bleibt. Schön, guck mal. Eine Holzbrücke und was ist da unten? Nix. Bremsen, bremsen, bremsen. Das ist ganz schön steil hier. Ah, hier. Oh Gott. Fahr du mal vorne weg, damit ich das sehe. Wenn ich auf die Straße fliege. Kein schöner Weg. Vor allen Dingen für Helmut nicht. Ja, jetzt fahren wir hier auf Schotterweg. Noch viel schöner. Wir fahren jetzt hier irgendwie um den See herum. Den See selbst haben wir noch nicht gesehen. Der Hasselbacher See ist das. Der Haselbacher See. 335 Hektar hat er und 7,5 Meter tief. Die maximale Wassertiefe fällt bis auf 31 Meter. Okay, ich muss mal weiter, der Helmut ist schon weg. Hier riecht es richtig schön. Ob das die Lupinen sind hier? Haubentaucher gibt es hier. War gerade eine Tafel. Ah, ich muss mich aber beeilen. Schön. Also hier gibt es Haubentaucher, Kormorane und Stockenten, Hunde, Schwerlinge. Morgen. Jetzt ist der Weg ein bisschen angenehmer. Das ist jetzt ein bisschen feinerer Split. Ein Stück See. Hasselbacher See. Ich wäre ja gerne mal runtergegangen, aber Helmut fährt ja stumpf weiter. Was ist los mit dir? Was ist los? Das ist ja eine Katastrophe. Kalt ist es. Mir ist richtig kalt. Ich hoffe nicht, dass das Rad was mitkriegt. Ey. Dann habe ich im Urlaub kein Fahrrad. Ach was, da haben wir viele Leute, die das wieder reparieren. Jo, die sind diesmal nicht da. Doch. Das sind andere da. So, ich habe jetzt die GoPro ins Originalgehäuse gepackt, damit die ein bisschen wasserdicht ist. Und ich habe einen Windschutz drum gewickelt, weil der Wind geht jetzt nämlich auch so um einiges mehr. Wir sind immer noch am Hasselbacher See und es wird immer nasser. Es ist unangenehm.
Ist der nicht schön groß. Ist bloß schade, dass das Wetter so mistig ist. Da kann man aber nichts machen. Das ist das erste Mal, dass wir so richtig bei Regen fahren. Ah. Nein, nicht schon wieder. Super Kacke. Ey, das ist ja wohl das Letzte. Du musst dich ein bisschen links halten, nicht dass du hier den Hügel runterrutschst. Ah, oh Gott. Rum. Gerade hoch. Oh, verdammte Axt nochmal. Ah, gerade so die Breite von dem Rollstuhl. Ja, wir haben uns jetzt erstmal hier untergestellt. Das wird ja richtig unangenehm. Das Fahrrad ist klatschnass. Handy klatschnass. Wir sind klatschnass. Hier. Boah. Und wir überlegen, was wir jetzt machen. Wir Regentropfen drauf auf der Kamera. Wir sind jetzt hier in Hagenest. Im Hagenest. Tja, wir haben jetzt die Option weiterfahren. Und abbrechen und wieder nach Hause. Nass werden wir so oder so. Aber es ist auch kalt. Schweinekalt. Ja. Schweinekalt ist es ja. Richtig unangenehm. Das war so nicht angesagt. Eigentlich sollten es heute 20 Grad sein. Und es sollte irgendwann nachmittags mal regnen. Meines Erachtens haben wir jetzt noch keinen Nachmittag. Genau. 10.14 Uhr. Wir müssten jetzt noch die ganze Strecke bis hier hoch. Wir sind hier. Ja, dann müssen die ganze Strecke hier noch hoch und dann müssen wir hier ja wieder runter. Bis hier ungefähr. Na gut, wir denken mal noch eine Weile nach. So, wir haben uns jetzt hier in einem Wartehäuschen untergestellt. Aber voll durch den Regen gefahren. Ja. Aber ein Stück zurück. Genau. Das hat vor uns richtig aufgedreht und in dem Moment haben wir uns überlegt, zur Bushaltestelle zu fahren. Wir fahren hier in die Bushaltestelle rein. Das hört auf zu regnen. Murphys Gesetz, weil wir jetzt alles eingefroren hier. Das Gehirn auch. Gehirn auch. Wir fahren zurück. Oder was machst du? Sag du mal. Ich soll das wieder sagen. Sind wir Pfeifen oder fahren wir durch? Wir sind Pfeifen und fahren durch. Wir haben uns entschieden, wir fahren weiter. Und zwar in die Richtung. Und da sieht es schon irgendwie besser aus. Und in die Richtung da, wo wir hin müssten, wenn wir zurückfahren. Kacke. Hagenest, Stadt Regis-Freitingen, Kreis Leipzig. Okay. Na schön. Die Stadt Lucca, Landkreis Altenburger Land. Und hier gibt es einen Radweg mit Mülltonnen drauf. Ups. Ach du großes Elend. Na. Da kriegt Helmut wieder schlecht die Laune. Konsum. So sieht's auch aus. Wir sind noch auf der Route. Das ist nass, das ist vorbei. Hast du einen Time Warp drin? Er dreht durch. Danke. Also das Fahrrad nicht, der Mann. Oder beide. Ach, der Vorderreifen. Ja. Weil es so nass ist auf dem Kopfsteinpflaster. Hier sah es lustig aus, als er hier hochkam. Das finde nur ich lustig. Danke trotzdem. Schöne Tür.
Wir sind jetzt in Lucca raus und hier steht ein Schild, willkommen in Kreutsch. Das sind wir aber noch nicht. Ja, nicht nur in Warndorf gibt es Pferde, auch in Berndorf gibt es Pferde. Und jetzt scheint die Sonne und es ist auch etwas wärmer. Da können wir jetzt trocknen, ja, damit wir dann da hinten diese Regenwand überstehen. So, jetzt haben wir schon das Schlimmste, haben wir, glaube ich, hinter uns, hoffe ich. Waldwege, Schotterwege, grober Schotter und dann Kopfsteinpflaster. Regen. Naja. Ach, endlich Radweg. Und ein schöner Radweg. Naja, so schön ist der auch nicht. So, den hat Erich aber noch bauen lassen hier. Aber bei Erich sind wir ja meistens Fahrrad gefahren, weil wir ja kein Auto hatten. Ich dachte gerade, hier kommt ein Schotterweg, aber das sind Blüten, die hier liegen. Also keine Geldscheine. Solange hier keine Autos fahren, geht's ja, ne? Ja, es fahren ja weniger Autos lang, ne? Ganz selten kommt hier mal ein Auto, das kann man nicht meckern. Besser als diese Holperstrecke von vorhin. So, die ersten 20 Kilometer haben wir hinter uns. So, jetzt sind wir in dem nächsten Ort, Drossgau. Stadt Kreutsch, Kreis Leipzig. Das nächste Nest. Hoffentlich kein Kopfsteinpflaster mehr. Neuseeland-Radroute. Wir sind jetzt hier. Das ist jetzt der Großstolpner See. Das ist jetzt hier der Großstolpner See. Das ist jetzt der zweite See. Also wir waren am Hasselbacher See. Das ist jetzt hier der Großstolpner See. Zahlen und Fakten. Also der liegt am nordwestlichen Rand des Tagebaus Vereinigtes Schleenhain in unmittelbarer Nachbarschaft zu Drossgau, Großstolpen und Pödelwitz. Gesamtfläche 239 Hektar, Seefläche sind 30,5 Hektar, Wassertiefe bis zu 4,5 Meter, 400 Meter Sandstrand, 2,5 Kilometer Ufer. Gut, wir müssen weiter. Ja, ab geht's nach Pegau. Das war ein ganz alter Trabi, oder? Ja. Ja, was ist das jetzt hier? Kommen wir da durch? Da kommen wir nicht durch. Da ist auch noch eine Baustelle. Wollen die uns verscheißern oder was? Ja, kein Weg führt nach Rom. Also zumindest kommt man aus Großstolpen nicht raus. Jetzt haben wir versucht, die Baustelle zu umgehen und kommen in die nächste Baustelle rein. Ja, guck mal. Hey, wer ist das denn? Ach du großes Elend. Was hat der denn für ein Problem? Wer denn? Na, hier sitzt einer. Da sitzt einer? Ja, der ist eingemummelt, dem ist bestimmt kalt. Milch macht schön. Genau so sieht er aus. Kuckuck.
Mal wieder Schotter. Dahinter ist ein See, da ist ein Lärm. Ganz viele Frösche am Quaken. Wir fahren jetzt Richtung Wichtauden. So, jetzt haben wir 25 Kilometer. Boah, hier stinkt's nach Silo. Boah. Wichtauden. Und wir sind in Wichtauden. Pegau 3,8 Kilometer. Dann war das kleine Flüsschen die Schnauder. So, wir haben die Stadt Greutsch. Greutsch ist ja bekannt durch den Karneval. Das scheint eher eine etwas größere Stadt zu sein. Das Postamt. Wisst ihr, was die Gemeinden immer so an diesem Kopfsteinpflaster finden? Die finden das schön. Wir fahren jetzt hier durch Greutsch durch, nach Pegau, hoch nach Niederau. Das ist die Strecke insgesamt. Also wir sind hier gestartet, sind jetzt hier in Greutsch, fahren nach Pegau, nach Zwenkau, dann um den Zwenkauer See rundherum, an Kosbudner See entlang und hier endet im Prinzip unsere Etappe. Und dann würden wir hier den Pleiserradweg wieder runterfahren und sind dann hier in Regis. Oder aber wir überlegen uns das hier oben und fahren halt hier noch einmal die Neuseenlandroute. Das sehen wir dann, wenn wir hier oben sind. Das Weiße Ross da hinten. Das ist jetzt unser Radweg hier. Da bin ich ja froh, dass wir den nicht andersrum fahren müssen. Hier die Straße lang, oder? Ja, hier rechts. Schön. Jo. Ratskeller. Das ist jetzt der Markt hier. Sparkasse. Radfernweg, meint sie.
Ah, ist ja doch noch ein schöner Tag geworden. 30 Kilometer haben wir. Aber hier ist ein richtig schöner Radweg. Und Erdbeerfelder. Oh. Oh, hier riecht es richtig nach Erdbeeren. Wir fahren jetzt hier an einem Damm lang und dahinter, das ist die Weiße Elster. Also das ist jetzt der Elsterradweg, den wir fahren. So eine schöne Strecke hier, aber keine einzige Bank. Wir suchen eine Bank und nirgendwo ist eine Bank zu finden. Gerade hatten wir noch einen richtig schönen Weg. Und jetzt, wie schnell sich das ändern kann, mit einem Schlag. In die Richtung geht es nach Zwenkau und Gera und in die Richtung geht es nach Markranstädt. Und das ist... Also das ist hier ein Schöpfwerk. Das ist ein Schöpfwerk, ja. Klein Deilzig. Ach übrigens, unsere erste Tour, die haben wir vergangenes Jahr gemacht, Neuseenlandroute, und zwar den Teil von Markleeberg nach Regisbreiding, also den östlichen Teil. Und das hier ist jetzt der westliche Teil von Regisbreitingen nach Markleeberg. Den verlinke ich euch oben. Haha, wenn man nicht aufpasst. Okay, guckt euch das mal an. Ist das nicht schön? Und Helmut fährt und fährt und fährt. Jo. Der Zwenkauer See. Sieht man auf der linken Seite das Gelbe, das ist die Pyramide von Belantis. Dann daneben, das ist der Turm bei Belantis. Und rechts, das Graue, das ist das Völkerschlachtdenkmal. Das müsste der Uni-Riese sein in Leipzig. Wir sind jetzt am Zwenkauer See. Der ist hier dahinter irgendwo. Den sieht man jetzt nicht. Aber habe ich euch ja kurz vorher ein Stückchen davon gezeigt. Mit Blick auf Leipzig. Verschwommenen Blick bestimmt. Und jetzt fahren wir am Zwenkauer See entlang. Da sieht man ihn. Seht ihr das? Wenn man hier drüber brettert, dann war es das für einen Reifen. Wir haben zwar keine Bank gefunden, aber wir setzen uns hier auf den Stein, also zumindest ich. Ja. Möchtest du dich auch da drauf setzen? Nee, ich bleib mal hier. Du bleibst hier, das ist schön. Ich hoffe mal, das ist keine Toilette hier. Da wäre ja ein Loch im Stein. Wir ziehen uns jetzt hier Cola, dann habe ich hier Schnitzelbrötchen und da gibt es noch ein schönes, leckeres Teilchen. Nennt man das Teilchen? Ja, mit SCH. Teilchen. Teilchen.
Du bist so ein Blödmann. Gib meine Brille wieder her. Lecker Kugeln. Okay. Wir essen mal. Alleine. Wie immer. So, frisch gestärkt. Jetzt kann es weitergehen. Ich habe jetzt die GoPro im Ulanzi-Gehäuse und habe so einen Windschutz drüber gezogen, weil ich keine Lust habe, die Kamera komplett umzubauen. Ich hoffe, das funktioniert. Werden wir ja dann sehen. Da sind wieder Esel, guck mal, deine Vorahnen. Jo, wir fahren jetzt parallel zur Pleiße, aber nicht auf dem Pleiße-Radweg, sondern auf der anderen Seite. Turm Bistumshöhe. Da kann man hochlaufen. Ja, ich habe sie ja schon drauf hier. Cool. Aber guck mal auf der rechten Seite. Unterwegs auf einem Radfernweg und hier links neben uns ist der Kosbudner See. Jetzt müsste es eigentlich zu sehen sein. Genau. Die Autobahn und da haben wir einen Kosbudner See. Herrlich. Auf der Seite Tiere, auf der Seite Tiere. Geht wahrscheinlich zur Fütterung. Sagt mal, Leute, ist das nicht herrlich? Kann ich euch sowieso nicht alles zeigen. Da wird das Video ja ellenlang. Wir fahren jetzt hier die Seenallee, um auf die Pleiße zu treffen und dann fahren wir die Pleiße runterwärts bis nach Regesbreiting. So, jetzt sind wir wieder an der Pleiße.
Das ist der kürzeste Weg wieder zurück. Es ist jetzt knapp vor 4 Uhr. Wir sind jetzt unter der Autobahnbrücke von der A38 durchgefahren. Also ich nehme jetzt hier nicht so viel auf, nur ein paar Punkte. Weil wir die Strecke ja schon im ersten Teil gefahren sind. Wir sind in Großdeuben. Achtung! Ich wollte jetzt nicht klingeln oder so, damit er nicht erschreckt, schlechten Tag erwischt. Wir haben das letzte Mal ein Banänchen gegessen. Ja, und? Was war jetzt ein Teilchen? Matsche Pampe. So, jetzt bin ich gespannt, wie es hier weitergeht. Das letzte Mal sind wir ja irgendwie durch den Gartenzaun gekrochen. Von hier sind wir gekommen. Das ist jetzt der Radweg. Wir müssen hier durch. So, das ist jetzt eine neue Strecke für uns. Die sind wir gar nicht gefahren. Wir sind im Prinzip hier auf der anderen Seite gefahren. Hier auf der anderen Seite. Wo dieser Abenteuerweg war, wo alles gesperrt war eigentlich. Wir sind in Böhlen. Das ist das Freibad hier. Hier habe ich das Schwimmen gelernt. Ja, guck an. Wir kommen jetzt am Kraftwerk Lippendorf vorbei. Ja, da sind wir jetzt in Lippendorf und das ist das Kraftwerk Lippendorf hier. So, also ein Naherholungsgebiet ist das nicht hier. Burner Lobstedt. So und so. Dann sind wir natürlich hier hinter gefahren und haben gedacht, dass wir da hinten rumfahren und dann auf die Straße kommen. Aber da ist nichts. Und dort rechts ist der Bahnhof, kommt man auch nicht hin. Nein, hier kommt man lang. Ach. Ja, super. Jetzt einen Radweg an einer Landstraße. Ganz für uns alleine, kein einziges Auto, wegen weil das gesperrt ist. Wir sind in der großen Kreisstadt Brunner, Kreis Leipzig. Guten Morgen. Guten Morgen. So, hier nochmal unser Fazit zu unserer Neuseeland-Route-Tour, die wir gestern gemacht haben, weil als wir dann hier angekommen waren, war es zu spät und schon zu duster und deswegen haben wir gedacht, wir machen uns unser Fazit dann am nächsten Morgen und das machen wir jetzt. Richtig. Lass mal den LKW vorbeilassen. Ihr habt ja gesehen, wir sind ja voll in den Regen gekommen, wollten die Tour eigentlich abbrechen, haben uns dann aber entschieden, weiterzufahren. Das war auch richtig so. Das war richtig, ja. Mhm. Wir sind von einer schönen Strecke belohnt worden. Und natürlich gab es auch den einen oder anderen Weg, der nicht so schön war. Schotterwege hauptsächlich. Ja, und irgendwelche Schikanen, wo man drum rumfahren musste, durch Pfützen, durch Schlamm und was weiß ich nicht alles. Durch die Wälder durch. Jo, der Weg am Zwenkauer See lang, das ist Bergbaugelände, der war auch nicht so sehr schön. Aber man kann nicht alles haben. Ne, genau, das ist Meckern auf hohem Niveau. Ne, wir sind durchgekommen. Und wir haben den Hasselbacher See gesehen, sehr schön. Ein riesengroßer See, hätte ich nicht gedacht, dass der so groß ist. Wir haben vom Zwenkauer See ein Stückchen was gesehen. Und belohnt wurden sind wir direkt am Kostbudner See. Also das war richtig schön. Ja. Richtig sehr schön. Ja. Mit diesem Tiergehege und dem Turm auf der Bistumshöhe. Also richtig schön. Du hattest auch etwas Sattelschmerzen. Ich hatte Sattelschmerzen, ja.
Ja, also wie gesagt, es ist eine empfehlenswerte Tour. Könnt ihr gerne nachfahren. Und diese Neuseenlandroute hat ja noch einen zweiten Teil. Den haben wir ja voriges Jahr schon gemacht. Wenn man flott unterwegs ist, kann man die komplett fahren. Also das ist eine komplette Runde. Wie viele Kilometer sind das insgesamt? Insgesamt so ungefähr 104 Kilometer. Und wir haben gestern gemacht, laut dir? Also nach meinem Tag waren es knapp 90 Kilometer. Und Relief hat ungefähr 83 Kilometer angezeigt. Aber ich habe das Relief ja auch nicht von hier aus gestartet. Ja. Ja, lange Rede, kurzer Blödsinn. Ja, morgen fahren wir nach Kroatien. Morgen fahren wir nach Kroatien. Genau. Genau. Aber nicht mit dem Fahrrad, mit dem Auto. Nee. Also dann sehen wir uns wahrscheinlich dort wieder. Okay. Dann melden wir uns wieder. Jo. Okay. Und wie gesagt, wie immer, Daumen hoch, gerne Kommentare. Kommentare werden alle beantwortet. Ja. Und abonnieren. Daumen hoch und abonnieren nicht abonnieren vergessen. Wäre sehr schön. Ja, das wäre wirklich sehr schön. Okay, tschüss. Gut, tschüss. Aufnahme stoppen.